Okay, dann war's das ja. Kann ich hier raus? Huch! Oh, oh. What happened? Oh! Verflucht. Wenn das nicht das Fräulein Edna ist, wie bist du aus der Zelle gekommen? Ich hatte... Also ich musste auf die Toilette, hab mich verlaufen. komm. Wir beschuldigen den Minigolfer. Dieser Minigolf-Typ hat mich freigelassen. Stiesel? Er wird immer unzuverlässiger. Dr. Marcel wird toben, wenn er aus der Stadt zurückkommt. Ah, er ist weg. Sei's drum. Du kommst jetzt mit. Ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Ja, allerdings, ha, niemals. Ich will mit Dr. Marcel sprechen. Ich will mit Dr. Marcel sprechen. Sofort. Der Doktor ist unterwegs. Du kannst mit ihm sprechen, wenn er zurück ist. So lange kommst du in deine Zelle. Niemals. Wie du willst. Dann warten wir halt hier. Und wenn's den ganzen Tag dauert. Ich hab Zeit. Ja, hast nichts zu tun, ne? Wenn wir mit dem Poloschläger eins überziehen. Was zum... Oh, bam. Sehr spektakulär. Edna erschlagen, großes Tier. Ug. Ug. Was meinst du, Harvey? Hängen wir ihn über unseren Kamin? Oh ja, oh ja, oh ja. Ich besorg die Sägespäne und du holst den Löffel. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? In den Schrank. Ja, aber ich weiß, der Schrank. Ja, rein da. Oh, noch kopfüber. Kannst du es wieder zumachen? So. Und raus hier. Okay, also hier ist das Büro vom Doktor. Ich kann etwa 40 Liter Himmel sehen. Da ist wahrscheinlich die Zelle. Guck mal, Harvey. Die Freiheit. Yippie! Wir sind nur Zentimeter davon entfernt. Eine besonders rankige Ranunkel. Ah, ja. Was hältst du davon, Harvey? Abendbrot. Ja. Und ich dachte, du isst nur Süßigkeiten. Guten Appetit. Ich esse immer das, womit ich den größten Schaden anrichten kann. Also. Also. Hoppla. Absicht. Psst. Offenbar, ja. Hat das Kinder gehört? Guten Tag. Eine Alf-Puppe. Eine hässliche Kartoffel, dieser Alf. Was hältst du davon, Harvey? Igitt, ein Frosch. Das ist doch kein Frosch, Harvey. Das ist Alf. Ach nee, er ist Gedächtnis verloren und jetzt plötzlich Zoologie-Professor oder was? Ich mag Alf. Ich mochte es nur nicht, dass er Katzen frisst. Ein Gehirn. Hey, du bist auch nicht gerade Miss Multiversum. Ach nee. Hallo? Hallo Edna. Was führt dich zu mir? Ja, oder was bist du? Wer oder was bist du? Ich bin ein Gehirn in einem Glas. Aber du kannst mich ruhig Bobo nennen. Wie Bobo Bär? Nein, Bobo wie Bobo bombastischer Schmerz, wenn ich dich zu Bobo Boden ramme. Aber nicht doch, Dummchen. Siehst du etwa einen Mund? Ich kommuniziere telepathisch. War ja klar. Kennst du einen Weg hier raus? Warum denken die Leute immer, dass Hirne in einem Glas zu allem eine Antwort parat haben? Nein, ich kenne keinen Weg hier raus. Ich komme nicht weit rum. Verstehst du? Weißt du etwas über diesen Dr. Marcel? Nimm dich vor dem Doktor in Acht. Er ist böse. Böse. Ah, ich hasse es selbst, wenn ich so pathetisch werde. Ciao, Bobo. Radioaktiv. Da ist ein auffälliges Symbol drauf.
O Geist der Flasche, gewähre mir einen Wunsch. Was willst du, Meister? Ich will, dass Dr. Marcel Hämorrhoiden bekommt. Mein Wunsch ist gewährt. Schmeckt nach Ananas. Radioaktiv schmeckt also nach Ananas, kann ich mit du Alf auch... Du bist zum Kotzen, Alf. Null Problemo. Haha, ich lach mich tot. Ich mag Alf. Willst du davon etwas probieren, Harvey? Oh ja, dann mutiere ich bestimmt zu einem Superwesen. Für mich bist du bereits ein Superwesen, Harvey. Nette Farbe. Oh ja, darf ich? Nein, erinnere dich daran, was das letzte Mal passiert ist? Kein Ohrhase. Ah! Kein Ohrhase. Und zwei Ohrküken. Die sind unvollständig. Was hältst du davon, Harvey? Das sind keine Kegel, das sind Pins. Die erinnert mich an Hulgur. Was hältst du von dieser Kugel, Harvey? Ich hätte gern die Kanone dazu. Es ist eine Bowlingkugel. Dann brauchen wir auch eine Bowlingkanone. Sonst weigere ich mich. Die schleppe ich. Schade. Wozu? Die sind unvollständig. Ich probiere mal, ob sie irgendwas mitnimmt. Vielleicht habe ich mein Gedächtnis verloren. Aber daran, wie wenig ich Alf mochte, kann ich mich noch genau erinnern. Ach, jetzt hör doch mal auf, hier auf Alf rumzumeckern. Schmeckt nach Ananas. Ich will den nicht. Okay, der ist kaputt. Ein Haufen weißer Kittel. Die unterscheiden sich... Sieh mal, Harvey, Wäsche. Sind das lustige Faschingskostüme? Nein, es sind diese unpersönlichen Krankenhausnachthemden. Dann lass uns weitersuchen. Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Ah, ja. Boah, es ist die limitierte Erstauflage. Tschüss. Sie nimmt das einfach mal mit. Auf, Captain Unbrauchbar. Beschütze uns vor dem kleineren Übel. Was tust du da, Edna? Das klingt nach... Ja, fast so, als ob... Potztausend! Das ist Glas! Ja. Glaub ich dir. Was hältst du von diesen Kartons, Harvey? Ich versuche gerade, nichts von ihnen zu halten. Ist das ein Irrenhaus oder Frankensteins Labor? Beides. Guck mal, Harvey, ein Chemiebaukasten. Yippie! Lass uns Gold in Blei verwandeln. Nicht Alchemie. Da komme ich Chemie mit Ausnahme. Ja, okay. Wofür dieser Schalter wohl gut ist? Zum Licht machen. Gute Idee. Dann kann ich über... Oh nein, er ist fest. So eine Pleite. Okay. Aber Fenster. Ganz schön hoch hier. Bin ich etwa in einem Turm gefangen? Wie wahrscheinlich. Romantisch. Nee, es kommt kein Prinz. Ja, das wäre schön. Dann könnte ich diesen Ausblick überall genießen. Leider hat man dieses Fenster sehr unhandlich designt. Und den Ausblick hat man am Horizont befestigt. Okay. Wow. Wie es aussieht, habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Ja, okay. Wir sind wahrscheinlich wirklich da im Turm. Antenne. Ich empfange auch so schon genug. Sie sieht aus wie eine Eistänzerin mit gebrochenem Bein. Komm schon, damit ist doch irgendwas. Gleichzeitig ganz in der Nähe. Aha. Sehen Sie nun einen weiteren spannenden Beitrag über Menschen mit großen... Ja. Was zum Kuckuck?
Mit großem was? Nicht schon wieder. Oh, doch. Warum haben wir hier auch kein Kabelfernsehen? Ach, was soll's. Da muss ich halt wieder die bekloppten Show gucken. Also deinen Job machen. Ah! Da ist eine Kirche da hinten. Das ist der Lüftungsschacht, durch den ich vorhin gekrochen bin. Das kriege ich so nicht auf. Das klappt so nicht. Ich habe wieder einen Fußnagel. Sehen Sie nun die erstaunliche Edna und ihre tanzenden Fußnägel. Es verliert irgendwie seinen Reiz, wenn ich es mache, um irgendwo reinzukommen. Okay, jetzt kann ich also hier rein. Aha, okay. Da ist ein Wald hinter der Mauer. Dann ein Fluss, über den eine Brücke führt. Ich erkenne einen Friedhof und eine Kirche. Und dann Häuser. Ist das da unser Haus? Ich muss dringend nach Hause. Wir sind also nicht so weit weg. Was auch immer Dr. Marcel vertuscht. Dort werde ich den Hinweis finden, der mir hilft, jetzt mich zu erinnern. Jetzt ist ja Abend, ne? Erkennst du davon irgendetwas wieder, Harvey? Aus dieser Perspektive sieht alles ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, da hinten muss irgendwo unser Zuhause sein. Okay. Hey! Oh, da ist der Stiesel. Ich verdufte lieber. Also da ist wirklich unsere Zelle. Warte gefälligst! Wir müssen zur Treppe. Also, können wir ihn hier hinlocken? Ah, da ist er. Was soll das? Komm sofort wieder rein. Du brichst dir doch alle Knochen. Komm doch raus und hol mich. Ja. Nicht doch. Hat unser Minigolf-Profi etwa Höhenangst? Feigling, Feigling. Ja, lach nur. Aber irgendwann wirst du da runterkommen müssen. Und dann kannst du was erleben. Und er wartet jetzt hier auf mich wahrscheinlich und wir gehen einfach wieder rein. Edgebatch. So. Können wir das blockieren? Ja. Die Säule blockiert die Tür. Aber von innen würde man sie noch aufbekommen. Okay, ich muss die Klinke blockieren. Hier, Lexikon. Jetzt lässt sich die Klinke nicht mehr runterdrücken. Was zum... Hey! Was soll das? Ich bin hier noch drin! Hallo! Holger! Dr. Marcel! Sind so unpässlich. Ich komme aus der Gummizelle. Na dann. Treppe. Moment. Nein. Treppe hoch. Sagt sie hier noch ein irgendwas? Ein stuhliger Stuhl. Stuhlvolles Beispiel der Stuhlhaftigkeit. Okay. So. Aha! Oh, hier sitzt der drin. Da sitzt ja einer. Bist du das, Neuer? Ich bin eine laufende Irre. Ich bin niemand, ignoriere mich einfach schon mal von Tor Gott des Donners gedrückt. Ich bin der Neue. Ich bin der Neue. Wer sonst? Ja, wer sonst? Hör mal, stör mich nicht, okay? Der ist ja leer. Wer wohl das ganze Wasser getrunken hat? Seinem zitternden Bein nach er. Ich durchwühle doch keine Mülleimer. Warum nicht? Ach ja? Seit wann? War gelogen. Ich wollte nur gucken, wie es sich anfühlt, das zu sagen. Okay. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsiffter Papierbecher drin. Da ist nur ein Jahresvorrat. Die Auswahl. Okay, sie nimmt sie also mit. Ach ja? War gelogen. Ich wollte nur. Da ist nur ein Jahr. Kannst du einer sehen? Ist. Okay. Bei der Luftfeuchtigkeit hier drin fühlt sie sich offensichtlich sehr wohl. Was hältst du davon, Harvey? Okay. Und ich esse. Okay, er frisst gerne Pflanzen. Der Generalschlüssel. Ich muss ihn unbedingt haben. Aber wie stelle ich das an? Er muss aufs Klo. Das sieht kompliziert aus.
Manche sind erleuchtet, andere sind dunkel. Je nachdem, ob das Licht in den Räumen brennt. Aha. Man kann die ganze Anstalt sehen. Ich erkenne Buchstaben in den Monitoren. Du bist ein verrücktes Huhn. Ein Huhn, ja. Aber verrückt? Ich erkenne auch, ich guck mal, ein W und ein C. Bitte. Wahrscheinlich kann man ihn damit hier irgendwie weglocken. Oh, Monitor. Um meine Botschaften zu empfangen, musst du nur lange genug hinsehen. Okay. Er beachtet mich gar nicht. Er starrt wie gebannt zur Monitorwand. Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz. Ich bin nicht der Neue. Es ist generell schon, was guckst du da? Hast du jetzt Wasser getrunken? Was guckst du da? Ich gucke den Bekloppten zu. Oh, den Eigentlich Bekloppten. Sehe ich ja lieber fern. Aber irgendwie ist schon wieder was mit der Antenne. Hehe. Schande auf diese unzuverlässigen Antennen. Ja, so schlimm ist das auch wieder nicht. Die Hirnis sind ganz unterhaltsam. Nur, dass man langsam selbst bekloppt wird. Ich sehe da niemanden, ehrlich gesagt. Auf diese Monitore starrt, beginnt man Buchstaben darin zu sehen. Ja, haben wir schon mitbekommen. Hast du etwa das ganze Wasser getrunken? Erinnere mich nicht daran. Ich müsste eigentlich längst aufs Klo. Aber ich soll meinen Posten nicht verlassen. Als wenn bei den Irren jemals irgendetwas passieren würde. Na, eine Irre steht gerade hinter dir. Bin ich, was das anbetrifft, sehr strapazierfähig. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Ich gebe ja, okay. Generalschlüssel. Ist das? Und ob. Und mit dem bekommt man alle Türen hier auf? Oh, alle bis auf eine, ja. Kann ich ihn haben? Welche Tür bekommt man nicht Welche auf? Welche Tür bekommt man denn damit nicht auf? Es gibt da diesen einen Raum im zweiten Stock. Der Doktor hält ihn immer verschlossen. Und den Schlüssel bewahrt er oben in seinem Büro. Aha. Am Tag jedoch. Wahrscheinlich immer in der Schublade. Zur gleichen Stunde. Öffnet er den Raum und schließt sich selbst darin ein. Wir wissen nicht, was Dr. Marcel darin aufbewahrt oder was er dort tut. Aber Stiesel schwört, dass er einmal Geräusche aus dem Raum kommen gehört hat. Ein Schluchzen oder Wimmern. Gerade als der Doktor drinnen war. Mhm. Unheimlich, nicht wahr? Oh, ich habe eine Gänsehaut. Okay. Was? Ich habe meinen verlinkt. Hugo schickt mich. Ich soll ihn bekommen. Ich bin ins Lager, ist das Anna. Kann ich ihn haben? Ich muss ins Lager das leere Wasser auffüllen. Tja, da kommst du zu spät. Das war schon das letzte Wasser. Ach du Schreck. Hast du das ganze Lager leer getrunken? Irgendwie schon. Oje, was habe ich mir nur dabei gedacht? Ja, das ist eine gute Frage. Okay, dann klappt der Rest bestimmt auch nicht. Hast du? Ich müsste, aber ich soll mein ja? Gott sei Dank nennen. Zu lange zurückzuhalten ist ungesund. Ich halte das schon aus. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Dein Blasenvolumen muss monströs sein. Tja, ich bin als Kind in den Kessel gefallen. Obelix? Du meinst in den Kessel mit Zaubertrank? Nein, einfach nur in den Kessel. Okay, Asterix-Anspielung. Geh doch einfach, ich Geh passe doch auf. Einfach. Ich passe so lange auf. Hey! Das hier ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Er hat selber gesagt, dass hier nie was passiert. Es geht nicht darum, einfach nur rumzusitzen und die Zeit totzuschlagen. Das hätte ich auch nie gedacht. Wow, das ganze Wasser? Oh, erinnere mich nicht daran, bitte. Oh, doch. Ab. Ich war irgendwie am Pazifik. Wusstest du, dass sie Mars Wasser gefunden haben? Ich habe gehört, es soll regnen. Nach Hause komme, gehe ich erstmal baden. Mein Cousin ist bei der Feuerwehr. Hast du Waterworld mit Kevin Costner? Hast du Waterworld mit Kevin Costner gesehen? Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Nö. Kannst du dir das vorstellen? Der ganze Planet bedeckt von... Nein. Wasser. Und Wasser. Und nochmals Wasser. Soweit das Auge reicht. Nein. Wasser. Wasser. Mein Cousin ist bei der Feuerwehr. Endlich auf, über Wasser zu reden. Du kannst dir nicht vorstellen, was da für ein Druck auf diesen Schläuchen ist. Ich kann.
Diese ungeheuerliche Wassersäule, die sich darin aufstaut. Und die Kraft, die entfesselt wird, wenn schließlich das Ventil geöffnet wird. Willst du, dass ich mir in die Hose mache? Willst du das? Ja. Ich höre ihn noch heute rufen. Wassermarsch! Wassermarsch! Lass mich in Ruhe. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will doch einfach Ruhe. Wenn ich nach Hause komme, gehe ich baden. Wenn ich nach Hause komme, gehe ich erstmal baden. Endlich auf über Wasser zu reden. Ist es nicht angenehm, wenn der Unterleib von warmem Wasser umspült? Ich höre nicht zu. Ich höre überhaupt nicht zu. Ich nicht. Nur, dass es immer so lange dauert, bis das Wasser eingelaufen ist. Oh, la 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 la. Meine Wanne fasst hunderte von Litern. Auf der einen Seite tut's mir leid. Einmal ist mir die Wanne sogar übergelaufen. Da stand das ganze Haus unter Wasser. Oh, you see, I've been through the desert. Es hat Stunden gedauert, das alles aufzufeudeln. Oh, the horse with no name. Ich kann gar nicht beziffern, wie oft ich den nassen Feudel ausgewrungen habe. It felt good to be. Immer nur patsch, flatsch. Out of the rain. Pitcha, pitcha, pitcha. Jetzt halt endlich die Klappe. Okay, ich glaube, das bringt nichts. Ich geh. Noch was? Nee, ich geh. Lass. Da. Wahrscheinlich die Tür, durch die ich nicht komme, auch mit Schlüssel. Was Dr. Marcel darin wohl. Also ich schätze mal, dass das der zweite Stock ist. Wenn es doch nur so einfach wäre. Was ist hier? Ich hasse diese Dinger. Es ist an diesem Gitter. Okay. Was ist hier? Ui. Hier ist die Gehirnlöschmaschine. Was hältst du davon, Harvey? Das brauchen wir nicht. Wir haben auch so alles unter Kontrolle. Das bin ich mir nicht sicher. Die sind fest montiert. Der bedient den elektrischen Stuhl. Okay, dann sollten wir den lieber nicht bedienen. Der hat eine etwas beunruhigende Wirkung auf mich. Was hältst du davon, Harvey? Das muss der Kapitänsstuhl sein. Na dann, Mr. Harvok, Energie. Lieber nicht. Energie? Okay. Wir gehen wieder raus. Runter. Oh, guten Tag. Er telefoniert. Ja, ohne Verbindung. Juppie. Hallo? Hallo? Er reagiert nicht. Hey, so ein anderer Patient. Hallo? Hallo? Er reagiert. Okay. Ich komme hier auch nicht durch. Aha. Jetzt sind wir ganz unten, offenbar. Ich erkenne darin ein kleines Mädchen im Bauch eines Walfisches. Also Pinocchio? Nur als Mädchen? Was hältst du davon, Harvey? Ich sehe den Kopf von Dr. Marcel auf einem Schaschlikspieß. Uiuiui. Und ich sehe ein gut aussehendes Bugs Bunny-Double mit Hunger auf Schaschlik. Oh je. Der Künstler hatte offenbar eine kranke Fantasie. Nee, die hast du. Diese Stühle verursachen Wirbelsäulenschäden. Ja, so sehen sie aus. Und weil sie sich so schlecht verkaufen, werden sie in Arztpraxen und öffentlichen Einrichtungen aufgestellt. Heute ist Wünsch dir was Tag in der Kantine. Ja, das hat ja schon jemand gesagt. Guck mal, Hab. Yippie! Meine Drittlieblingswende. Gleich nach Vorwänden und Einwänden. Ja. Oh. Die Küche. Darin bewahrt man für gewöhnlich Besteck auf. Oh, ein Besteckschrank. Jetzt können wir endlich meine Messerwurfnummer ausprobieren. Muss ich werfen oder bin ich an eine rotierende Zielscheibe gefesselt? Beides gleichzeitig. Oh je. Ui. Wollen wir nicht erstmal...
Ja, dann guck doch. Oh, groß, da ist Besteck drin. Oh, nein. Mal sehen, was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer. Und eine Gabel. Die Serie der Überraschungen reißt nicht ab. Nanu? Kein Löffel. Wo zum Kuckuck sind die Löffel? Gabel und Messer hab... Wo zum... Okay. Also hat es jetzt mitgenommen, ja, okay. 4 Buchstaben zwischen mir und dem Horizont. Topf. Siehst du diesen Topf, Harvey? Vergiss den Topf. Wir kochen unsere eigene Suppe. Asbestbeschichtete Topflappen. Kannst du die gebrauchen? Okay. Handtücher, Schmandtücher, Fitzi-Fatzi-Pfannentücher. Nanu? Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Ah, verdammt. Sachen gibt's. Das ist gemein. Interessant. Hier wird also das Kantinengemüse entsaftet. Bäh. Heute ist Wünsch dir was. Und hier werden offensichtlich die... Aber noch ist der Plan... Noch ist der Plan leer, okay. Da ist noch Suppe drin. Ah, heute gibt's Wünsch dir was. Das ganze Haus riecht bereits danach. Hier komme ich auch nicht durch. Ich hasse diese Dinge. Okay, Wäschesaal. Nur der obligatorische bringt eure Löffel zurück in die Mensa-Aushang. Also irgendjemand hat Löffel geklaut. Aha. Sind das alles Krankenakten? Die ganze Welt muss verrückt geworden sein. Da müsste ich... Hey, die Akten sind... Ja, okay. Da müsste ich schon... Eine kompakte Aktenkonsole für Hängeordner. Ich bin auf der Flucht. Okay, dann halt nicht. Mal sehen. Wieder nur Akten. Hey, das sieht brauchbar aus. Da ist ein Register mit den aktuellen Insassen. Daneben steht, wo ich die entsprechenden Krankenakten finden kann. Ein paar von den Namen kommen mir bekannt vor. Eigentlich finde ich ja nichts langweiliger als Akten. Aber in fremden Krankenakten zu schnüffeln ist so herrlich verboten. Also, dessen Krankengeschichte gucke ich mir an? Der Mann im Bienenkostüm, Adrian, König des Aufenthaltsraums, Drockelbecher, Peter Hoti. Nee, komm. Bringt uns ja momentan nicht. Formular. Das ist eine Anmeldung zur Gruppentherapie. Ja. Nimm mit. Eine Ansichtskarte aus Vladwakistan. Sieh nur! Der Außenminister hat die Briefmarken mit seinen eigenen Eckzähnen entwertet. Ui. Die ist nicht... Hier steht... Der Mond fällt auf die Erde. Besorgniserregend. Wer glaubt denn heutzutage noch an den Mond? Die will ich... Hier steht ne... Und die... Okay. Akten, Akten, Akten. Wir gehen wieder raus. Da hat jemand den Dr. Marcel gemalt. Sehr gelungen. Edna, versteck dich! Es ist Dr. Marcel! Beruhige dich, Harf. Es ist nur ein Abbild. Okay. Ein richtiges Inferno. Damit kommen nur ausgebildete Heizungstechniker zurecht. Da ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Das pfeift, bevor der Kessel explodiert. So weiß man immer, woran man gestorben ist. Hier sind die Löffel. Hier sieht's aus, wie bei Uri Geller unterm Sofa. Diese Löffel gehen nirgendwo mehr hin. Sie sind aufgefahren zu ihren Ahnen. Es sind Ex-Löffel. Okay. Es ist sehr dunkel da unten. Hat sich da gerade etwas bewegt? Da jemand drin? Hallo? Jemand zu Hause? Oh! Huch? Ja? Was gibt es?
Oh, kein Akzent. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Mein Name ist Emilio Sanchez di Mubelfrub. Mubelfrub. Die Leute nennen mich meistens allmächtiger Herrscher. Das glaube ich nicht. Darf ich dich auch kurz Almo nennen? Wenn dir das lieber ist. Und du bist? Nenn mich Edna. Ist das auch eine Abkürzung? Es steht für ein Dorftrottel namens Emilio. Kopiere ich nicht. Was treibst du denn da unten? Wonach sieht das denn aus? Buddeln. Ich grabe einen Tunnel in die Freiheit. Leider bin ich auf eine Schicht aus harter Tonerde gestoßen. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Und mir sind die Löffel ausgegangen. Du hast nicht zufällig einen Löffel dabei, oder? Nein. Viel Glück. Du wirst keinen finden. Pass mal lieber auf, dass du nicht endest wie das Skelett da oben. Also er will was zum Buddeln haben. Da steht Willkommen drauf. Die Matte ist so rumgedreht, dass man es lesen kann, wenn man rausgeht. Ob das Sarkasmus sein soll? Im wahren Leben liegen Schlüssel nicht unter den Fußmatten. Nur zur Sicherheit. Ja, guck mal nach. Wusste ich's doch. Schade. Oh, Cafeteria. Ketchup E001, Cadmium, Tomatenersatzstoffe aus Uranrückständen. Ketchup für Kinder unzugänglich aufbewahren. Ketchup ist kein Lebensmittel und nicht zum Verzehr geeignet. Okay, den nimmst du mit. Senf E005, E007, Benzolsäure, Kerosin. Warnung, leicht entflammbar. Senf nur für die Viehzucht oder für die Bundeswehr. Oder für Irre. Aushang. Hier steht, heute bekommt jeder sein Leibgericht. Bockwurst! Yippie! Currywurst wäre ganz geil. Ein hässlicher Mann. Der Beste, der Größte, der Patron aller Besserwisser. Der große Deuter Jung. Ein geschöntes Bild von Dr. Marcel. Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Oh. Da kommen nur die ganz Kaputten hin. Okay, also da sollten wir erstmal noch nicht reingehen, würde ich sagen. Jo, was... Nett. Irgendwie... Okay. Oh. Oh. Hey! Dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen! Ja, bei so einer Genehmigung, ich bin doch nur Besuch, ich bin doch der Neue. Kann ich da nur sehen, ich bin der Neue. Nee, ich bin zu Besuch. Oder Sondergenehmigung? Bin gar nicht da, du hast wenig gesehen. Ich meine Sondergenehmigung. Ich habe eine Sondergenehmigung. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna. Okay, er weiß, wer ich bin. Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht. Aha. Du kommst jedes Mal mit denselben Ausreden. Was noch? Du bist nur zu Besuch. Du bist der Neue. Ja. Oder, nein, warte, du bist gar nicht da, richtig? Ich habe es satt mit dir. Alarm! Alarm! Entflohener Patient! Patientin, bitte. Was gibt's? Na, was wohl? Eine entflohene Patientin! Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Unpässlich. Müsstest du das nicht wissen? Ich sitze den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ich bitte. Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So verkehrt wird das schon nicht sein. Okay. So, und hier bleibst Ach, du, schreck. Bis der Doktor wieder da ist. Warum hat er ein Kissen auf dem Kopf? Das habe ich wohl vermasselt. Oh, wieso? Jetzt sind wir bei den anderen. Das ist doch schon mal was. Aber ich würde sagen, das ist dann ein perfekter Punkt für den Cut für diese Aufnahme. Und dann begrüßen wir mal beim nächsten Mal unsere Mitpatienten hier. Bis zum nächsten Mal bei Edna bricht aus. Tschüss.